Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Das letzte Mal haben wir Serienschaltungen durchgenommen, die letzten zwei Videos. Serienschaltung von R und L, Serienschaltung von R und C. Und heute wollen wir wieder eine Serienschaltung machen, aber dieses Mal mit R, L und C. Ja? Also, das ist die Situation, Serienschaltung von R, L und C. Das sind unsere letzten zwei Findings gewesen. Ja? Und ich will die zwei jetzt einfach zusammenfassen. Ich will natürlich wieder das verbindende Element hier hernehmen, ja, den Strom I, und den lasse ich wieder darüber gehen. Ja, da sind wir. Da ist mein I. Ja, genauso wie das letzte, die letzten Male. Ja. Jetzt zeichne ich nämlich nur das Zeigerdiagramm ein, ohne hier herumzurechnen. Und natürlich ist das UR in diese Richtung. Ja, da haben wir UR. Natürlich ist das UL in diese Richtung. Da haben wir das UL. Natürlich ist das UC in diese Richtung. UC. Ja. Und natürlich ist das U gleich die Summe von dem ganzen Zeug. Also wir gehen hier nach oben. Und dann nehmen wir die Länge hier und gehen hier nach unten. Und hier haben wir unser U, ja, und einen Phasenwinkel. Und einen Phasenwinkel, in diesem Fall ist der Phasenwinkel hier negativ, wie ich ihn eingezeichnet habe. Ja. Aber das muss nicht so sein, ja, weil unser U ist ja wieder UR plus UL plus UC. Ich denke, das kann man nachvollziehen, richtig? Jetzt ist es aber so, dass das UL und das UC, von was ist das abhängig? Ja? Von was ist denn das abhängig? Wir haben ja das einmal das Omega L, ja? Und einmal haben wir das 1 durch Omega C. Ja? Also von Omega. Jetzt haben C und L irgendwelche Werte. Ja, und jetzt kann es vorkommen, dass das UL und das UC genau gleich lang werden. Wenn das gleich lang wird, wenn die zwei Spannungen, Zeiger, gleich lang sind, ja, dann haben wir einen Phasenwinkel von 0. Okay? Das heißt, wir haben hier ein UR, das geht in die Richtung und ist eigentlich genauso lang wie das UR. Und das gilt immer. Das gilt immer, egal wie groß UL und UC wären, wenn die zwei gleich lang sind, ist die resultierende Spannung so groß wie UR. So, jetzt ist es egal, wie lang das sind. Das heißt, theoretisch könnten hier Spannungen, riesige Spannungen drinnen in diesem Kreis sein, ja, und von außen merke ich gar nichts davon. Wie heißt denn dieser Effekt? Dieser Effekt heißt Resonanz, heißt der. Resonanz heißt dieser Effekt. Das ist nämlich auch ein Serienschwingkreis, heißt das Teil. Ja? Weil bei der Resonanz kann es zu Schwingungen kommen zwischen C und L. Also man kann sich das so vorstellen, das, was hier vorher im elektrischen Feld gespeichert war, wird hier nach im magnetischen Feld gespeichert und umgekehrt, und die stoßen sich gegenseitig an und durchschwingt da wie wild. Ja? Was ist die Bedingung für Resonanz? Dass das XL gleich dem XC ist. Also die zwei Blindwiderstände müssen gleich sein, die zwei Reaktanzen. Und das gilt bei einer Frequenz F0, das ist die sogenannte Resonanzfrequenz. Ist logisch, das gilt nur bei einer Frequenz, weil genau dort ist nämlich XL und XC gleich. Wir haben ja, das XL ist ja Omega mal L und das XC ist 1 durch Omega C. Ja? Und wenn ich jetzt die Resonanzfrequenz haben will, dann muss ich Omega 0 sein. Ja? Also das ist die Frequenz, Resonanzfrequenz. Wenn das gleich ist, haben wir Resonanz. Ja? So, das heißt, mein Omega 0 Quadrat mal L ist gleich 1 durch C. Ja? Das heißt,
mein Omega 0 Quadrat ist gleich 1 durch LC. Ja? Das heißt, meine Resonanzfrequenz Omega 0 ist gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus LC. Ja? 1 dividiert durch die Wurzel aus LC. Ja? Und wie hängt jetzt F0 und Omega 0 zusammen? Nun, 2 Pi F0 ist gleich Omega 0. Ja? Omega ist 2 Pi F, 2 Pi mal der Frequenz. Ja? Weil ein voller Umfang, ein voller Winkel ist ja 2 Pi. Also so viel Radiant pro Sekunde, sind so viel Schwingungen pro Sekunde. Das heißt, mein F0 ist gleich mein Omega 0 durch 2 Pi. Und das ist also 1 dividiert durch 2 Pi Wurzel aus LC. Das ist die Resonanzfrequenz. Und was haben wir gesagt, passiert bei der Resonanzfrequenz? Ja? Was sind denn die Auswirkungen? Ja? Mal sehen. Auswirkung. UL und UC haben wir geschrieben, können riesig sein. Ja? Das heißt, das UL und UC können sehr große Werte annehmen. Und was nur? I wird durch R begrenzt. Ja? Und zwar gibt bei Omega 0 ist I maximal. Und der Strom, der von außen feststellbar ist, ist eben bei I, bei Omega 0 maximal. Das ist nämlich genau dann, wann das U praktisch mit UR gleich lange ist. Ich will das noch auf, was ich aber gehört habe. Und eigentlich sind wir fertig. Ja? Serienschaltung von RL und C mit dem Effekt der Resonanz. Das ist nämlich das Interessante, das wollte ich unbedingt bei jemandem, das da oben, dass wir das hinbringen, das glaube ich mittlerweile schon. Aber die Resonanz, das ist schon eine Sache, die gehört erwähnt, finde ich. Ja? Dass es eine Resonanzerscheinung gibt. Also, Serienschaltung, check. Ja. Nächstes Mal Parallelschaltung. Ja. Parallelschaltung von R und L. Fangen wir an, schauen wir uns an, wie ist es mit parallelen R und L. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.